Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Rom Total War 2. Ja. Irgendwas wollten wir ja machen. Ich kann mich eigentlich gar nicht mehr daran erinnern, was wir eigentlich letztes Mal gemacht haben. Ja, war schon, da war die Schlacht von Alalia, ja genau. Oder? So, das ist kurz geruckelt. Warum weiß ich nicht, wahrscheinlich hat irgendwas geladen oder keine Ahnung. Warum bleibt es jetzt schon wieder stehen? Okay, warte, ich tu mal etwas an Grafik. Optionen. Grafik. Was mache ich mit? Benutzer definiert. So. Das dauert jetzt halt kurz. Ja, stimmt, weil wir haben letztens mal Alalia angegriffen. Da haben wir die etruskische Lieder, haben wir schon ausgeschalten, glaube ich. Ja. Oder haben wir das schon mal ausgeschalten? Keine Ahnung. Zumindest haben wir da die 9. Legion stationiert. Und ja, die gute starke Legion. Mit wie viel Mann? Mit geschlagenen 2220 Mann. Jetzt weiß ich halt nicht, soll ich Massalia angreifen? Dann müsste ich aber die da, diese Truppen da, andererseits haben die hier schon zwei Städte. Weiß ich jetzt eigentlich nicht, ob ich sie jetzt irgendwie angreifen soll, aber irgendwie bevorzuge ich ja mal da unten, diese Stadt da. Gut, das geht doch nicht. Jetzt machen wir mal. Ich weiß, stellen wir mal auf niedrig, weil es sollte es dann nicht irgendwie ruckeln, sondern sollte ein Band freigehen, was ich auch hoffe. Ach, der Computer und ihre Probleme, aber geht doch, warum nicht gleich? Ja, Lust geht wieder. Muss ich jetzt wieder alles generieren, wahrscheinlich. Gut, hier ist die eine Armee, die 4. Legion. Das ist Veteranslegion, ja. Veteranslegionäre, mit denen könnte ich eventuell die da angreifen. Also ich glaube, dass ich da irgendwie auffällig sind. Achso, letztlich nicht mehr kommt Geld, ja. Stimmt, ich hab vergessen, dass ich da etwas Geldprobleme habe, weil 2220 Truppen kostet ja auch speziell, also kostet auch einiges, sagen wir mal so. Gut, haben wir wieder mal nur Chance, also das heißt der Untergang für die 5. Legion. Naja, egal. Das heißt, gibt es halt dann wieder eine neue 5. Legion. Ja. Halt nur, ich weiß jetzt nicht, wen ich als nächstes angreifen könnte, aber eher habe ich so auf Malta gedacht, also in Sizilien. Aber ich weiß nicht. Allerdings, wenn ich hier Kalaris einnehme, wäre ich dann eigentlich in der Nähe von Karthago. Also Karthago ist hier schwieriger. Andererseits hier wäre ich noch näher von Karthago. Das ist halt die große Frage, aber ja. Naja. Was könnte ich machen? Das erste, was ich machen könnte, ist, dass ich mal die Geldprobleme hier statt Rom
dass ich die mal, also halt, dass ich wieder mal ein bisschen Geld sammle, aber weil jetzt kann ich eigentlich eh keine Truppen schon bauen, weil ich muss jetzt mal die Städte wieder aufbauen, die ich eingenommen habe, wo die Elendsviertel sind. Ja, Armee zerstört, 15 Legionen, das war okay. Ein ehrenhafter Tod, gut, das wissen wir eigentlich nicht, aber ja. Also hier muss ich jetzt dann mal, bitte läuft doch gut, jetzt muss ich hier mal, es wird immer mehr, na wenigstens, Gott sei Dank. Jetzt kann ich aber trotzdem das Elendsviertel hier nicht bezahlen, erst in der nächsten Runde. Ja, weil wenn die Elendsviertel sind, dann bringt es Minusgelder. Gut, die zwei Städte könnte ich dann auch wieder vergrößern. Ich werde eher diese Stadt vergrößern, oder? Ja, die Stadt werde ich vergrößern, weil wegen der Mauer, ja. Und ja, gehen wir in die zweite Runde, also in die nächste Runde quasi. Was ich, ja, wurscht. Nur halt, ich weiß nicht, Genua habe ich auch schon in meinem Besitz, aber keine Ahnung. Ja, halt wie gesagt, eine von den zwei Sizilien oder was ist dort eigentlich das heutige Sardinien oder Korsika oder einer von den zwei, keine Ahnung, da ist Korsika hier. Ach, ich weiß es nicht, aber halt Karalis, glaube ich, heißt es hier. Ja, glaube ich. Zumindest keine Ahnung, ob ich die angreife, andererseits. Hier sind die von außen sind da auch irgendwelche Schiffe, irgendwelche griechische Leute, also Soldaten sind da gekommen, aber ich weiß nicht, die scheinen irgendwie harmlos, also ich das irgendwie mit denen einen Handelsvertrag habe oder irgend sowas, aber na ja, gut, Handelsvertrag kann schnell dann irgendwann wieder zum Krieg führen. Nur wenn man verbündet ist, hat man eher Chancen, dass der Vertrag länger haltet hat, aber na ja, gut, egal. Ja, das wollte ich euch dabei sagen, während wir warten, bis die Runde fertig ist. Ich habe jetzt in Steam, also in Steam Workshop, habe ich jetzt gesehen, dass es Mods für Rome Total War 2 gibt. Wenn ihr wollt, dass ich, so wie bei Skyrim, dass ich so, Let's Play Rome Total War 2 Mods mache. Also so Mods-Vorführung, so wie bei Skyrim. Schreibt es einfach in die Kommentare, wenn ihr wollt, dass ich irgendwelche gute Mods raussuche und euch sie dann vorstellen, beziehungsweise wie sie dann funktionieren oder wie man sie halt dann freischaltet oder irgendwie halt zum Beispiel, dass man irgendwelche Spezialtruppen hat, wie man die dann bekommt oder so. Könnte ich alles machen, aber ja. Wir müssen eigentlich eh noch lange warten. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir schon die letzte Forschung machen. Die vierte Legion. Ja, nehmen wir gleich den da. Ich muss jetzt mal schauen. Ja. Ah ja, genau. 14 Runden noch, dann können wir uns eigentlich jetzt die richtigen Legionen bauen, weil, also die rekrutieren, weil auch in meiner Edler Tod. Gut. Kennen wir eigentlich schon. Ja, weil auf meine, weil ich habe eigentlich, also das für YouTube. Und dann habe ich noch eigentlich eine, also halt ich selber eine Kampagne gestartet. Und ja, jetzt will ich das einfach mal bauen. Natürlich kann ich nichts bauen. Kein Wunder. Ja. Jetzt irgendwie gewachsen oder kleiner geworden, keine Ahnung, vielleicht wird es dann noch wenn man irgendwas baut oder so ganz an gut, kann man eigentlich eh nichts machen. Oh ja, die Truppen, die Truppen könnte ich die schicke ich mal hier her, weil die sind mir irgendwie misstrauisch, diese Barbaren, bin ich mit denen verwandelt. Eigentlich nicht, wo kommen die eigentlich her?
Ah ja, da sind die Sparta, also die Spartaner. Ah ja, von daher kommen sie, Segestia. Aha. Ist nicht das heutige Kroatien oder Bosnien? Keine Ahnung. Entweder das ist Bosnien oder das ist Bosnien. Und eines von den zwei ist dann Kroatien, keine Ahnung. Naja, zumindest werde ich dann halt eventuell, ja, ob ich mit denen Krieg beginnen, keine Ahnung. Aber soweit ich weiß, haben die eigentlich, naja, gut, die haben schon, gut, die sind schon ein bisschen verbreitet, sind ja sicher typisch Barbaren, aber heute sehe ich, liebe YouTube-Zuschauer, Zuschauerinnen, schwarz für einen Kampf, ja. Weil die 9. Legion will ich jetzt eigentlich auch nicht irgendwie so aus. Na gut, okay, es sind 2000, über 2000 Mann, aber. Den könnte ich da. Der Zorn der Karius Zeus. Na gut, okay, das sind eigentlich so Mauern eigentlich. Iberische Söldner-Schwertkämpfer. Naja, das sind halt so. Wie soll ich sagen, so. Soldaten, die nicht gut ausgerüstet sind quasi. Aber hier habe ich noch die 4. Legion und damit könnte ich rein die. Warte, wie stark ist die, also wie viel Mann hat die 4. Legion? 1410. Naja. Naja, rein theoretisch könnte ich die da angreifen. Also ist ja eigentlich nur Rebellion, also Rebellen. Also, eigentlich würde ich da, also, na, bin ich schon verwandelt mit der. Aber eigentlich die 2. Legion, ja, okay, 1000, gut. Aber da, ja, gut, muss ich dann halt schon. Aber liebe YouTuber und YouTuberInnen, also die jetzt zuschauen, ich glaube kaum, dass jetzt noch ein Kampf kommt. Dadurch, dass leider da schon die Zeit vorbei waren, halt, wir haben jetzt noch halt unsere Geld Summen halt ein bisschen verbessert, aber ja. Aber ich verspreche euch, beim nächsten Episode kommt sicher ein geiler Kampf, und zwar mit der 9. Legion. Und zwar werde ich halt die Technologie, also die 14 Runden, werde ich dann halt dabei laufen lassen, pro Runde immer. Und werde von hier zu hier, also von hier zu, warte, so, nein, ach scheiße, so, von hier zu hier werde ich die dann alle, was kann ich mit dem machen, neu ausbilden. Okay, durch die neue Ausbildung dieser Einheit erhalten die Soldaten bessere Ausrüstung sowie Ausbildungsboni, die sie von Gebäuden in dieser Provinz. Okay, eins probiere ich jetzt einmal eigentlich. Warte. Ach. Oder will das mich jetzt verarschen oder wie? Naja, okay. Egal. Ach so, kann ich nur alle oder wie? Okay, vorhin konnte ich das noch. Warum? Weiß ich nichts, aber egal. Na gut, okay, also mit der korrekten Legion. Und dann gibt es noch so eine Adlerlegion, die werde ich dann da einsetzen. Und die werden wir dann gegen den kämpfen. Gegen den Flatucias, der Zorn des Karyo Zeus, ja, Karyo Zeus, Keltiki, so ungefähr wie die Kelten, Keltiki, okay. Schaut ein bisschen aus, also die Flagge hier, wie von den Mayas in Chichen Itza, also in Mexiko. Ja, gut, okay. Nächstes Mal, also nächste Episode, die zwei Kampf, Megakampf, nicht vergessen, also nicht vergessen, also
unbedingt nächste Episode schauen, weil dann kommt die Hammerschlacht. Okay. Wir sehen uns wieder bis zum nächsten Mal, liebe Zuschauer und Zuschauerinnen, wenn es heißt, die 9. Legion, die Hammerschlacht. Bis bald. Tschüss.